Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Jedi Starfighter. Ich musste noch auf die Packung schauen, das war jetzt gerade nicht sehr professionell. Egal, mit dabei ist auf jeden Fall der Len16, was mich sehr freut. Hallo, ich musste nicht auf die Packung schauen. Ja, weil ich es gesagt habe. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis hier. Ja, bis da kommt, ja, das ist immer das Gleiche. Jedi Starfighter! Genau, und wir fangen hier gleich an, den Titel Scroll zu lesen. Dunkle Zeiten für die Galaxis. Unter der Führung von Count Dooku droht eine wachsende Anzahl Welten mit der Abspaltung von der Galaktischen Republik. Während Dooku immer mehr treue Anhänger findet, kämpfen die Jedi-Ritter um die Erhaltung von Frieden und Ordnung. Der Rat der Jedi hat Adi Gallia, mit dem Test eines neuen Starfighters-Prototypen beauftragt, in der Hoffnung dadurch die die Feuerkraft der Jedi zu verbessern. Oh Mann. Count Dooku hat in der Zwischenzeit jedoch einen Pakt mit Captain Gavik Tooth und der Handelsföderation geschlossen. Ein gefährlicher Pakt, der ihnen den Sieg im zu erwartenden Krieg sichern könnte. So, gemeinsam haben wir es geschafft. Oh, das war jetzt wieder professionell hier. Das Spiel ist im März bzw. Mai 2002 rausgekommen, je nach Variante. Das war kurz vor Episode 2. Episode 2 kam nämlich auch im Mai 2002 raus. Rausgekommen ist es für die PlayStation 2 und die Xbox damals. Ich grüße euch, Captain Toth. Können wir frei sprechen? Ah, Count Dooku. Was für eine erfreuliche Überraschung. Ja, das ist ein sicherer Kommunikationskanal. Gut. Es gibt beunruhigende Berichte über eine Horde Rebellen im Kartag-System. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf unsere Forschungen aus. Diese Berichte sind übertrieben. Die Handelsföderation hat das System unter Kontrolle und wird die Rebellen vernichten. Die Operation ist nach wie vor im Zeitplan. Die Waffe ist so gut wie fertig. Ich nehme euch beim Wort, Captain. Die Waffe muss nach Geonosis gebracht werden, wenn unsere Verbündeten eintreffen. Wir können uns keine Verzögerung leisten. Ich verstehe. Ich werde das System im Auge behalten und die Handelsföderation. Gut. Dient mir gut, Toss, und ich verspreche euch eine hohe Position in unserer neuen Ordnung. Da geht schon actionreich hier los gerade. Wir sehen den Jedi Starfighter, den Titelgebenden, mit Adi Gallia dabei, ne? Die Gallier sind auch hier vertreten. Sind auch mindestens genauso gefährlich wie in den Asterix und Obelix Filmen und sind Comics. Sind wir hier schon auf Geonosis? Ich glaube nicht, ich glaube, wir liegen hier noch irgendwo anders. Okay. Das sieht mir doch ein bisschen zu blau für Geonosis aus. Das ist hier noch eine Trainingssache, die wir hier gerade gemacht haben. Gute Arbeit, Meister Gallia. Der Prototyp ist erstaunlich effektiv. Ja, und ich bin nur mit halber Kraft geflogen. Jetzt müssen wir ihn noch im Kampf testen. Nun, dazu werdet ihr bald Gelegenheit haben. Ich fühle, dass Meister Windu einen neuen Auftrag für euch hat. Seltsam, gewöhnlich verbirgt er seine Gedanken sehr gut. Das tut er immer noch. Ich habe allerdings mit ihm gesprochen. Er möchte, dass ihr umgehend vor den Jedi-Rat tretet. Ich bin unterwegs. Das ist schon wieder die Stimme von Kota. Kota ist überall. Adi, erfüllt der Prototyp unsere Erwartungen? Ja, Meister Windu, doch ich fühle, ihr habt mich nicht deshalb gerufen. Die politischen Entwicklungen beunruhigen euch. Euer Gefühl täuscht euch nicht. Count Dookus Rebellen rüsten sich für einen Krieg. Die Jedi könnten in die Auseinandersetzung verwickelt werden. Aber wir stehen noch einer weit gefährlicheren Bedrohung gegenüber. Wir haben im Kartag-System eine beunruhigend starke Präsenz der Handelsföderation festgestellt. Soweit ich weiß, ist das Kartag-System ein rechtsfreier Raum. Was immer die Föderation dort treibt, es kann nicht legal sein. Ihr habt recht. Deshalb fürchten wir, dass sie dort Waffen bauen. Ihr müsst die Situation analysieren und das Problem möglichst unauffällig lösen. Und die örtlichen Piraten? Sie leisten der Handelsföderation Widerstand. Ihr Anführer ist ein Firin namens Nim. Doch sie haben keine Chance... Ohne unsere Hilfe. Exakt. Deshalb hoffen wir, dass ihr Nim auf unsere Seite ziehen könnt. Ich habe seine Akte gelesen. Und ich denke, er wird über unser Eingreifen nicht begeistert sein. Vermutlich nicht. Daher habe ich ein Treffen mit einem seiner Verbündeten im Ruby-Nebel arrangiert. Fliege sofort los. Seid vorsichtig, Meister Gallia. Wenn ihr Probleme habt, können wir euch nicht helfen. Die Macht wird mich leiten. Und sie möge euch schützen. Weißt du, wenn du den Nim klonen würdest, wie das dann heißen würde? Nim 2, also der 2. Ah,
es fängt schon herrlich an. Ja, ich glaube, die Stimme von Adi ist die von den alten Tomb Raider-Spielen. Das könnte natürlich auch sein. Die habe ich nicht gespielt, deswegen weiß ich das nicht. Im PlayStation Network gab es das Spiel übrigens auch mittlerweile, also für die PS3 und für die PS4. Allerdings ist das nur auf Englisch dort und deswegen spielen wir hier gerade die Xbox-Version auf der Xbox 360. Astromech-Sektor abtasten. Unser Kontaktmann muss ganz in der Nähe sein. Nichts? Seltsam. Der Nebel scheint die Sensoren zu stören. Ich aktiviere alle Kommunikationsfrequenzen. Shooting Star an Know-It-All. Bitte melden. Ihr Know-It-All. Wer verkauft auf Coruscant Eiersamen? Ihr wisst, wer mich schickt. Brauchen wir wirklich Passwörter? Ja. Wer verkauft auf Coruscant Eiersamen? Mace Windu. Und jetzt bringt mich bitte zu Nym. Okay, okay. Bleib auf Empfang. Redi, gut bezahlter Führer zum Outer Rim, stets zu Diensten. Komm mit, ich bringe dich direkt zu den Rebellen. Augenblick. Ich habe ein anderes Schiff auf den Sensoren. Jemand ist euch gefolgt. Was? Soll das ein Witz sein? Ich habe auf Naboo 16 Droiden-Starfighter abgehängt. Es wird unmöglich sein. Ups, das riecht nach Ärger. Ups, das riecht tatsächlich nach Ärger. Und Ärger mögen wir auf jeden Fall. Die das geschafft haben. Ich bin der beste Pilot im ganzen Katak-System. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Reti. Wir müssen die Droiden zerstören, bevor wir abfliegen. Sonst führen wir sie direkt zu einem... So, wir müssen hier erstmal rumfliegen. Kann ich bitte die Steuerung invertieren? Wir sind nicht invertieren. Kannst du nachher machen, ja, in der nächsten Mission oder so. Hey, schönes Schiff, Adi. Weißt du, es verkaufen willst? Dieses Schiff ist nicht zu verkaufen. Es ist ein Flugzeug. Das ist sehr wichtig. Das Problem ist, es gibt keine Untertitel in dem Spiel. Und die Schüsse sind sehr laut. Genau. Ich kenne eure Vergangenheit. Ihr seid ein Söldner. Na, sie kommen. Was? Och, die Sache auf Ubo 4. Hey, das war doch nichts. Sie kommen in Wellen. Sollen sie in Wellen kommen, wir werden sie in Wellen abschießen. Keine Sorge, die holen wir uns alle hier, die Ganoven. Ja, ihr könnt mich zu Nym bringen? Kein Problem. Ich kenne Nym schon ewig. Er vertraut mir. Hoffe ich. Ne, hoffe ich. Wir versuchen immer nicht zu schießen, wenn sie gerade reden. Ach so, okay. Also ich hab's zumindest versucht. Woher kommen diese Schiffe? Vermutlich von einem Trägerschiff in der Nähe. Dann werden wir das Trägerschiff auch noch... Ja, ja, klar. Okay. Du darfst jederzeit schießen. Ja, hier empfange ich alle Jedi-Unterhändler. Hier empfange ich alle Jedi-Unterhändler. Noch mehr Jäger? Ja? Hey, brauchst du einen neuen Padawan? Ah, das ist der Len, auf den ich gerade geschossen habe. Oh. Ich wollte eigentlich nicht auf den Len schießen. Du kannst Raketen hinterlassen und die machst du gerade. Hey, Mace hat uns tatsächlich einen waschechten Jedi geschickt. Diese Kerle meinen es ernst. Noch mehr Starfighter? Habe ich jetzt gerade all diese Schiffe zerstört? Das kann gut sein, das kann gut sein. Holy, what? Wäre auf jeden Fall praktisch, wenn du das machen würdest. Ja, guck mal, ich mache hier... Bumm. 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 Len versenkt ja alle mit seinen Raketen. Du hast unendlich Raketen, oder? Bumm. Ich glaube, von der Art hast du sogar echt unendliche Raketen. Bumm. So, ich versuche mal hier wieder ein paar abzuschießen, wenn der Len hier bumm. Schon... Der Len klaut mir die ganze Arbeit, das geht doch nicht. Bumm. Hey! Ich will auch noch mal einen abschießen. Frechheit. Muss schneller sein. Habe diese Frachter schon mal gesehen. Hör mir gut zu. Gefährlich sind vor allem die Geschütze auf dem Dach. Greif sie von unten an. Sein ersten Kampfeinsatz bestanden. Okay, alles klar. Ich kümmere mich um das Trägerschiff. Ihr habt noch ein Schiff gehandelt. Föderation der Feuer. Ich habe mir hier gerade mein Schild noch angemacht. Ganz praktisch sowas. Ein Schild? Ja, ich habe mein Schild. Ein Jedi-Schild. Da, wo du deine Raketen hast. Ah, okay. Mit B. Sehr gut. Mission erfolgreich abgeschlossen. Nice. Und? Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Nein, nein, der Weg nach Maramir müsste frei sein. Flieg mir einfach nach. Machen wir doch einfach. Da kennen wir keine Erbarmen.
Scarabs zerstören, um Niamh Flucht zu ermöglichen. Jenkins im Kommunikationszentrum beschützen ist unsere nächste Aufgabe. So, jetzt kann ich auch mal ein bisschen hier Fakten raushauen. Zum Beispiel, dass Adigalia eine Tolothianerin ist, aber nicht vom Planeten Toloth, wo die normalerweise herkommen. Okay. Sondern sie ist auf Coruscant geboren und war Tochter einer Diplomatenfamilie. Interessant. Nimm es dein Nervenbündel. Die Handelsföderation ist seit Jahren hinter ihm her. Wie finden sie ihn immer? Mit einer speziellen Sensorstation, die wir bis jetzt nicht entdeckt haben. Und seine Crew wurde gefangen? Etwa die Hälfte seiner Männer, ja. Wir haben keine Ahnung, wo sie sind. Wir nähern uns Nims letzter bekannter Position. Verdammt, das sieht nicht gut aus. Du kommst gerade rechtzeitig, Gasbauch. Wir brauchen Luftunterstützung, und zwar sofort. Nimm, ich bin Adigalia vom Rat der Jedi. Ein Jedi? Bist du noch zu retten, Riti? Sie ist hier, um zu helfen, Nimm. Dann gebt uns Deckung, während Jenkins das Netzwerk der Handelsföderation knackt. Habe das Gefängnis geortet, Nimm. Gib mir etwas Zeit, ich suche die Zugangscodes. Ihr habt ihn gehört, gebt uns Deckung. Und Riti, ich werde dir das Genick brechen. Oh, schön. So, wir haben den Sound nochmal hier ein bisschen umgestellt vom Spiel. Du hast ihr die Kommunikationscodes gegeben? Riti, wenn ich mit dir fertig bin... Nimm, ich kann alles erklären. Später, kümmere dich zuerst um diese Droiden. Ich werde beschossen. Dann werden wir da was dran ändern. Ja, jetzt passt der Sound auch gut. Auf welcher Seite stehst du? Jetzt sind die hier gut zu verstehen. Die machen mich auch fertig. Nein, sie machen nicht fertig. Ja, mich macht das Spiel auch mal fertig. So, Len, du bist auch schon wieder fleißig am Schießen. Ich habe mittlerweile auch meine perfekte Ziele für Machtblitze. Zweite Fähigkeit, die Machtblitze freigeschaltet. Schilde ausgefallen. Sehr effektiv hier als Jedi mal eben Machtblitze zu wirken, aber das nimmt das Spiel nicht ganz so genau. Wie gesagt, das Spiel spielt noch vor Episode 2. Ah, jetzt kann ich nicht. Also man spielt jetzt keine Handlungen von Episode 2 nach, sondern man spielt davor noch. Man wird auch noch andere Schiffe und so weiter spielen können später. Aber momentan sind wir erstmal mit denen hier unterwegs, also mit Adigalia und dem anderen Typen, dessen Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Das war nicht Nimm. Das ist der Piratentyp, den wir suchen müssen. Das sind nicht die Piraten, die wir suchen, Len. Ah! Oh, es ist einfach nur die ganze Zeit im Kreis drehen. Ah, Hilfe! Der Len dreht durch. Aber wir haben eine neue Aufgabe. Hier keine Jedi. Setz dich in dein Schiffchen und flieg heim nach Coruscant. Nimm, wir haben ein Problem. Was ist denn? Feinde nähern sich auf verschiedenen Vektoren. Voll. Angriff aus der Luft und vom Wasser. Das Landungsboot gehört mir. Reti, du erledigst die Boote. Und nimm deine Jedi-Freundin mit. Okay, Nimm, du wirst es nicht bereuen. Halt sie mir einfach nur vom Leib. Klar, Nimm, komm mit, Adi. Ah, man kann es doch kaputt machen, dieses Landungsboot da. Aber ich glaube, wir müssen uns erstmal um diese anderen Kampfschiffe hier kümmern. Die unseren Kollegen hier angreifen wollen. Da kann man lange drauf schießen, bis das Ding mal kaputt ist da vorne. Ich glaube, da kümmere ich mich doch mal um die anderen Sachen wieder. Das eine ist kaputt. Du hast eins zerstört. Wir können U-Boote angreifen. Kontrollschiff. Wenn wir es ausschalten, werden die Droiden deaktiviert. Ich werde dran denken. Ich erinnere dich an die Star Wars Episode 1. Da gab es sowas, okay, so was Bongo genanntes. Das war, glaube ich, ein U-Boot. Ja, stimmt. Stimmt, erinnere mich nicht an Episode 1. Entschuldigung. Ja, ich weiß, du bist nicht so der große Episode 1-Fan. Und erst recht nicht Episode 2. Was? Ja. Len weiß einfach nicht, was gut ist. So, ich hau jetzt nochmal meinen Machtblitzer raus. Vielleicht helft dir ja was gegen das Ding. Da, sie haben U-Boote. Ich mach gar keinen Schaden gegen die. Nee, es ist, glaube ich, auch gerade wieder in Unbesiegbarkeitsmodus gewechselt. Dann gehen wir halt auf U-Boot-Jagd. Es gibt ja auch noch Bonusmissionen und so weiter, die wir am Ende auch noch machen werden. Wo ist der Scarab? Da ist der Scarab und er ist... U-Boot taucht. Doch, das U-Boot taucht auf. Nein. Ich krieg dich. Wir können nichts tun, solange sie unter Wasser sind. Dann müssen wir eben warten, bis sie auftauchen. Ein Truppentransporter. Ihr solltet ihn erwischen, bevor die mich erwischen. Naja, wir sind ja schon auf dem Weg. So, mal ein bisschen hier Boost machen. Und dann Jagd auf den Truppentransporter. Wo ist er denn? Ein Droiden-Starfighter landet neben der Kommandozentrale. Macht ihn fertig. Mit R1 kannst du verschiedene Gegner übrigens markieren. Ja, also nacheinander. Es gibt auch ein Tutorial zu dem Spiel, aber das haben wir mal gepflegt übersprungen, weil es einfach stinklangweilig ist. Ja, deswegen habe ich gedacht, nee, fangen wir hier direkt lieber an mit der Action. Ich glaube, wir sind zu gut, oh Gott. Wir sind zu gut, meinst du? Gesundheit. Dankeschön. Und der Kälte sind wir anscheinend auch. Ich brauche Unterstützung. Das Kampfschiff zieht sich zurück. Wir haben die Jungs wohl ziemlich beeindruckt. Und da hinten gibt es was zum Angreifen. Ja, ich glaube, der Truppentransporter hat da ein paar Steps rausgelassen da vorne. Adigalia wird übrigens gespielt von Jin Clark, fällt mir da gerade noch ein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade stehe. Die war vorher Model. Ne, du bist einfach nur langsam. Wow. Werden vielleicht die Truppentransporter... Halt diese Kampfdruiden auf. Sie sind gleich bei mir. Werden erst den Truppentransporter kaputt machen sollen. Das so lange. Ich
Schläfst du, oder was? Hey, ich habe kaputt. Eine höhere Sicherheitsfreigabe als ein republikanischer Senator. Ich weiß nur nicht, wo die Codes sind. Dann such sie. Ja, doch. Danke, dass ihr die Transporter aufgehalten habt. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. Da ist das Scarab. Die Codes sind nicht im Sicherheitssystem. Totem Scarab. Erledigt den Scarab. Teil hier, was auch immer. Gibt's die Scarabs eigentlich in den normalen Star Wars-Filmen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Naja, die sehen anders aus als jedenfalls als die normalen Geierdrehen auf jeden Fall. Also die Walter Droids schauen anders aus. Aber es spielt ja auch noch vor Episode 2, von daher. Richtig. Gerade hier so. Also man weiß eigentlich noch gar nicht, wer Count Dooku ist. Boah. Genau, das Spiel kam ja auch ganz kurz, wie gesagt, vor dem Film raus. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz gute Hinführung gewesen zum Seltsam. Film. Seltsam, sie sind auch nicht im Register für den Zellenkomplex. Das war's, das müsste gleich außer Reichweite der Droiden sein. Okay, ich hatte fast recht. Diese Scarabs brauchen kein Kontrollsignal. Und sie sehen verdammt sauer aus. Nein, sie sehen völlig normal aus. Tja, du kennst sie nicht so gut wie ich. Die sind sauer, glaub mir. Ausschwärmen. Konzentriert euch auf die Schlacht und stört mich nicht. Okay, okay. Keine zornigen Droiden mehr. Sie sind nur ein Haufen Schaltkreise. Ein kaltes, unbarmherziges Labyrinth aus Platinen. Einfach nur... Reti, bitte konzentriert euch endlich auf die Schlacht. Bin schon still. Unglaublich, so viele Droiden. Wirklich erstaunlich, wie schlecht die Handelsföderation organisiert ist. Habe noch ein Kampfschiff auf den Sensoren. Bomber und Jäger nähern sich meiner Position. Hast du endlich diese Codes? Wenn ich das wüsste, hätte ich sie schon. Haltet sie einfach auf. Ich suche so schnell ich kann. Das Kampfschiff hat mehrere Bomber ausgesetzt. Das hilft uns nicht weiter. Ich versuche mal noch eins von den U-Booten zu erwischen. Nachdem ich es vorhin leider nicht erwischt habe, das U-Boot. Was ich etwas schade fand. Aber was soll's. Wieso kann ich den jetzt nicht abschießen, den Bomber? Weiß ich gar nicht. Ach, weil die ein bisschen größer sind, okay. Die dauern wahrscheinlich länger. Die Landungsschiffe da. Das Spiel wurde übrigens damals ziemlich gut bewertet, als es rauskam. Also, hat gute Bewertung bekommen. Damals, im Jahre 2002. Schon wirklich etwas länger her. Es gibt ja auch mehrere Spiele zum Star Wars Episode 2 Film. Noch mehr Bomber. Au, au. Aber es gibt nur ein Spiel, wo man so die Story vom Star Wars Episode 2 Film wirklich was nachspielt. Das sieht aus wie eine Dechiffriereinheit. Das hast du schon gespielt wahrscheinlich. Nee, das habe ich nicht gespielt, weil das nur für ein Game Boy Advance rauskam und nicht so und wirklich grottig sein soll. Von daher. Oh, da taucht das blöde U-Boot gerade wieder ab. Wollte ich hier gerade aufs U-Boot-Jagd machen. Aber war nicht viel mit U-Boot-Jagd. So, ich zerstöre mal all die Bomber mit meinen Bomben. Die Aldi-Bomber, okay. So. Was gibt's denn da? Keine Brotautomaten mehr, habe ich gelesen. Was? Bei den Aldi-Bomber. Bomber kommen auf mich zu. Was? Du bist gesagt, die Aldi-Bomber zerstörst du. Ach, Aldi-Bomber. Und da habe ich gesagt, es gibt keine Brotautomaten mehr bei Aldi, habe ich gelesen. Keine Ahnung. Doch, das wollen sie irgendwie ab. Ich habe nur die Überschrift gelesen, aber das ist irgendwie gerade deplatziert. Ja, das dachte ich mir auch. So, habe ich schon gesagt, dass ich von Jin Clark gespielt wurde, Aldi Gallia? Ich glaube schon. Mehrere Bomber ausgesetzt. Von Jin Clark ist nicht so bekannt, war aber zu der Zeit damals ein relativ bekanntes Model, also im Jahr 2002. Ach, ja, genau, das hast du gesagt. Aber ja. Die hat im Film mitgespielt? Ja, die hat im Film, mitgespielt. Die sieht man in Episode 1 und Episode 2. Das gibt's doch nicht. Die haben hier ein autarkes Netzwerk. Alle anderen Systeme sind nur Attrappen. Jetzt muss ich nur noch die Codes finden. Die war nämlich Jedi-Meisterin im Rat der Jedi, lieber Len. Ob du es wusstest oder nicht. Okay. Und, in Episode 2 hat sie eigentlich gar nicht direkt mitgespielt, aber sie haben da Szenen von Episode 1 einfach könnte recycelt. Könnte sich bitte jemand um diese Bomber kümmern? Das Kampfschiff flieht, wir müssen sie aufhalten. Das klingt sehr nach George Lucas. Noch mehr Bomber. Genau. Deswegen sieht man sie auch in Episode 2, obwohl sie da eigentlich gar nicht mitgespielt hat. Naja, in Clone Wars sieht man sie übrigens auch, falls du dich noch an sie erinnerst. Nö. Da sieht man nämlich, wie sie stirbt. Wow. Ja. In Clone Wars? Ja, in Clone Wars stirbt Aldi Gallia. Stirbt sie? Da wird sie von Savage Opress getötet. Okay, wann? Auf Florum. Bomber ausgesetzt. Florum? Ja, da ist sie mit Obi-Wan unterwegs gewesen. Ist, glaube ich, in der 5. Staffel gewesen. Oh Gott. Also ich kann mich auch nicht kaum noch dran erinnern, aber ich habe mir dann die Szene auf YouTube extra nochmal angeschaut. Da, auf Savage Opress rammt ihr da seine Hörner in den Bauch und dann ist Ende Gelände. Kein besonders netter Kerl. Wieso kann ich keine Bombe mehr? Keine Bomben mehr schießen. Ich glaube, wir haben auch keine. Ah, doch, da oben kommen noch welche. Ja. Yeah. Noch, ist hier nicht vorbei. Aber ich habe keine B-Fähigkeit mehr. Also schade. Allgemein war es übrigens ziemlich schwer, hier überhaupt Fakten zu finden zu dem zum Spiel. Weil wir hier im Spiel relativ viele Orte besuchen werden, die es eigentlich so. Über die es halt einfach keine Fakten gibt, das war so ein bisschen das Problem. Das Kampfschiff hat mehrere Bomber ausgesetzt. Nicht mal in Wikipedia? Nee. Also da steht dann auch nur das drin, was du im Spiel halt siehst, dass der Planet halt in dem und dem System liegt oder sowas.
Okay. Aber, nee, da gibt's halt einfach nicht so viel, weil das Spiel halt wirklich so ein bisschen abseits spielt. What? Sie haben keine Bomber mehr. Und, hast du die Codes? Ich arbeite dran. Hey, ich hab sie. Jetzt muss ich nur noch auf mein Schiff und weg sind wir. Das Kampfschiff zieht sich zurück. Na dann. Sollst doch versuchen, sich zurückzuziehen. Wo ist du überhaupt? Da schießt der Len. Alle fünf Bomber sind sofort zerstört worden. Ich bin okay. Stark da, aber die Scarabs sitzen mir im Nacken. Krieg das blöde U-Boot nicht, das taucht immer nicht auf. Gibt's doch nicht. Also, irgendwie ist... Ich glaube, das U-Boot ist so ein Bonusziel. Bonus? Ja. Da ist das U-Boot. Diese Bonusziele muss man normalerweise machen, um dann hier Bonuslevel freizuschalten. Aber es gibt auch Cheats, um sie freizuschalten. Wow. Also ich glaube, wir werden hier nicht alle Bonusziele machen, das Spiel nicht auf 100% machen. Aber die Bonuslevel wollen wir uns auf jeden Fall... Ohne Witz, ich drehe mich um und das Ding schießt auf mich oder und kommt raus und schießt auf mich. U-Boot ist kaputt. Na wunderbar. Damit wäre auch diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Oh yeah. Oh yeah. Nun, Jedi, ich habe der Republik versprochen, dass ich den ersten Unterhändler, der in mein System kommt, vernichte. Da du mir aber einen Gefallen getan hast, höre ich mir deine Geschichte an. Wie großzügig. Ich bin hier, um Nachforschungen anzustellen. Wir glauben, dass die Handelsföderation in diesem System eine illegale Operation durchführt. Schön, dass du es auch bemerkt hast. Die Naimodianer plündern das System seit 10 Jahren. Jetzt bin ich hier. Lasst mich euch helfen. Schön, aber keine Vorträge und keine Jedi-Tricks. Und Redi, wenn sie Ärger macht, bist du für sie verantwortlich. Kein Problem. Verrätst du uns denn jetzt, wie es weitergeht? Es wird Zeit für einen Gefängnisausbruch. Gefängnisausbruch, das klingt doch gut. Ah, die U-Boote hätten wir alle zerstören müssen. Zerstört. Nein, haben wir dieses Bonusobjekt leider nicht geschafft, aber wir machen direkt weiter. Nach dem Speichern natürlich. So, nächste Mission. Mission 3, Ausbruch aus dem Gefängnis. Liberator muss überleben, Verteidigung der Raumstation durchbrechen. Mehr wird uns da noch nicht gesagt, außer dass wir eine Bonusaufgabe haben, nämlich die Tür zur Luftschleuse zerstören. Die versteckten Aufgaben werden nicht angezeigt. Ist doch gemein, oder Len? Das ist echt gemein, dass die versteckten Aufgaben versteckt sind. Ja, das sollte man mal ändern hier. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!